Hallo, willkommen zu Folge 52 meines FitBeast Infinity Evolved Experience Let's Play. In der letzten Folge haben wir uns ein Runic Altar gecraftet, der steht da unten, und haben den gleich benutzt, um ein paar Runen herzustellen und außerdem den meiner Meinung nach besten Wand Focus überhaupt, den Wand Focus of Equal Trade, um endlich mal ein paar Sachen austauschen zu können und unsere Base schöner machen zu können. Für diese Folge habe ich mir gedacht, besorgen wir uns endlich mal eine vernünftige Rüstung. Denn wir haben zwar eine Dark Solarium Chatblade, was das Beste ist, was wir haben können, so ungefähr, aber wir haben immer noch eine Traveler's Goggles und nicht einmal mehr irgendwas an den Beinen oder den Schuhen, den Füßen dann ja viel mehr. Heißt also, wir wollen heute uns mal um eine Darksteel-Rüstung kümmern, und wenn wir schon dabei sind, können wir uns eigentlich auch gleich um bessere Waffen kümmern, denn naja, Waffen sind eigentlich auch eine Sache, die man haben sollte im bestmöglichen Gerätschaftszeug. Keine Ahnung, ich kann reden. Zuerst aber möchte ich aber noch ganz kurz was zeigen, was ich kurz auf Camera gemacht habe, weil es mir wieder eingefallen ist, nachdem ich irgendwie eine Folge 164 mal wieder geguckt habe. Und zwar das hier. Ja, wer mein 164er Let's Play geguckt hat, weiß schon, was das ist. Und zwar habe ich mir einen Tiger Seed gecraftet und dort entsprechend ein Backrun gemacht und außerdem einen Tiger Desk. Tiger Wood ist mein Lieblingsholz, so gesehen, neben Oak, weil es meiner Meinung nach einfach geil aussieht. Und ihr kriegt den Tiger Seed, indem ihr so craftet, mit einer normalen Pressure Plate, aber hier in der Tiger Slab, und den Tiger Seed Back kriegt ihr mit zwei Slabs und einem Tiger Seed Back so, und da kriegt ihr den wiederum mit einer Slab und ganz normal Sticks und so weiter. Dann könnt ihr den hinstellen, indem ihr einfach so rechts klickt und dann den Back so hinpackt. In eure Richtung muss das sein, ansonsten zeigt er die falsche Richtung. Und dann haben wir hier noch den Desk, den craftet ihr einfach so. Mit einer Torch, einer Feder, Tiger Wood Steps und Tiger Planks, wenn ihr den Tiger haben wollt. Ihr könnt das mit jedem beliebigen Holz machen, aber ich liebe das Aussehen von Tiger Wood, deswegen mache ich das immer so. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir jetzt momentan zum Beispiel eine Hungerleiste haben. Wenn wir jetzt aber hier rauf setzen uns, seht ihr schon, dass die Hungerleiste komplett weg ist. Nur die Rüstung und die Leben sind noch da. Das liegt daran, dass während ihr sitzt, ihr keinen Hunger verliert. Ihr verliert einfach null Hunger, während ihr sitzt. Was natürlich eine sehr praktische Sache ist, wenn wir stundenlang Research betreiben. Außerdem, mal ganz ehrlich, würdet ihr stundenlang hier stehen wollen und schreiben wollen? Nein, nein, ihr würdet euch doch hinsetzen, oder? Also habe ich mir jetzt endlich mal einen Sitz gecraftet, auf dem wir wunderschön sitzen können. Und der Desk ist dann gleich eine Erweiterung des Ganzen. Denn der Desk erlaubt euch, indem ihr rechts klickt, hier Sachen reinzupacken. Und ihr seht, ich habe ein paar Thermonomicons. Das hier sind die seitlichen Stapel. Also ihr seht, wenn ich da was reinpacke, sind das die seitlichen Stapel. Wichtig ist das Slot hier in der Mitte. Was auch immer ihr hier in die Mitte packt, könnt ihr einfach mit einem einfachen Rechtsklick auf das Buch öffnen. Da seht ihr es schon. Wenn wir hier draufklicken, können wir halt das Inventar öffnen und können zum Beispiel was anderes da reinlegen. Aber da ich nur Thermonomicons hätte, dann ist es egal. Aber mit einem einfachen Rechtsklick können wir das Thermonomicon öffnen. Das ist natürlich super, denn so können wir einfach kurz klack, klick und dann hier rein und wieder darüber und wieder hier rein und wieder darüber. Und das ist wesentlich einfacher, als jedes Mal das Thermonicon aus dem blöden Shelf hier rausholen zu müssen. Außerdem habe ich auch noch mal wieder ein Bookshelf hingestellt. Bookcase, ich vergesse mal, was das Bookcase heißt. Das natürlich nicht Tiger ist, also naja, gut, ist halt nicht Tiger. Vielleicht sollte ich mal die Shelves auch aus Tigerwood bauen, aber egal. Erstmal lasse ich so. Und halt, das Shelf bleibt natürlich auch so. Und das Bookcase habe ich nur für noch mehr Thermonomicons, weil ich immer noch zu viele habe. Und ich bin zu faul, die wegzuschmeißen. Klingt gut, ne? Ja. Aber ja, das ist halt das kleine System, was ich mir eben gebaut habe. Das habe ich in der 1.6.4 nämlich so gehabt. Und habe mich dann daran erinnert, dass ich das tatsächlich hatte. Und habe das Video dann nämlich geguckt. Und dann, ah, das war ja so. Stimmt, das konnte man ja machen. Das war total toll. Gut, egal. Ja, das war mal eben, was ich auf Camera gemacht habe. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit dem Stuff, den wir brauchen, um uns mal eine bessere Rüstung zu machen. Die Rüstung, die ich machen möchte, ist die Dark Armor aus Endio. Denn meiner Meinung nach ist das eine der besten Rüstungen, die man im Mid-Game haben kann. Endgame ist natürlich Draconic, aber naja. Und ja, deswegen machen wir uns die Dark Boots, Dark Leggings und den Dark Helmet. Denn eine Dark Chestplate brauchen wir nicht, weil wir die Dark Solarium Jetplate haben. Und die ist noch besser, denn, naja, sie hat ein Jetpack. Und selbst die beste Darksteel-Rüstung hat kein Jetpack, sondern nur einen Gleiter. Darum, denke ich mal, kümmern wir uns später. Ich habe das noch schon mal alles vorbereitet. Aber wir haben jetzt schon mal unsere Darksteel-Rüstung. Und das heißt, wir schmeißen unsere Traveler's Goggles mal weg in die Nutzlos-Kiste. In die Tee-Kiste, würde ich sagen. Denn da drin ist ja, glaube ich, auch die andere, oder? Ist da drin die... Wo ist denn die... Die andere Rüstung da, die komische... Armor Plate von... Na, egal. Jedenfalls
Zack, Rüstung anziehen. Sieht auch extrem geil aus, finde ich, die Rüstung. Gut, okay, ich habe jetzt meinen Diamanten davor, aber meiner Meinung nach sieht die echt geil aus, wenn wir uns das mal hier so angucken, wie die aussieht. Ah, fancy, ich mag das. Aber so wie sie jetzt gerade ist, ist sie ziemlich schlecht. Das ist einfach nur eine, ich glaube, Eisenrüstung. Vielleicht ist sie auch ein bisschen stärker als Eisen. Mal gucken. Leggings, können wir es rausfinden. Ja, ist so stark wie Eisen. Diamond Leggings haben 6, Iron Leggings haben 5, die haben auch 5. Die Boots haben 2, das heißt, wenn wir nach Boots suchen, Iron Boots haben auch 2, Diamond Boots haben 3 und der Helmet aus Diamond hat 3 und der Iron hat 2 und der hat auch nur 2. Also insgesamt ist die Protection von der Rüstung genauso gut nur wie Eisen, aber die Dark Solarian Jetplate hat ein bisschen mehr Protection, nämlich 6 Protection. Wenn wir nach Chestplate suchen, ist das die Protection, okay, auch nur von Eisen angeblich. Okay, Protection 6, Protection 6, Diamond hat eigentlich 8. Egal. Egal, egal. Punkt ist aber, so wie sie jetzt ist, ist die Dark Rüstung tatsächlich gar nicht so gut. Sie hat eine hohe Durability, 385, 525, 455, aber ansonsten ist sie nicht so gut. Also machen wir sie besser. Denn wie ihr kurz schon gesehen habt, als ich Shift gedrückt habe, hat die Dark Armor eine gute Menge an Upgrades, die ihr darauf bauen könnt. Das wichtigste und erste Upgrade für jeden Stückchen der Rüstung ist ein Vibrant Crystal. Vibrant Crystals können wir autocraften, also machen wir das einfach mal. 3 Stück, zack. Außerdem weiß ich auch schon, dass wir Capacitoren brauchen. Wir haben keine Emeralds, okay. Capacitoren, Capacitoren und Capacitoren. Kann ich die nicht bestellen? Doch, da hat er jetzt bestellt. Ich hab keine Emeralds? Warum habe ich keine Emeralds? Ach, ich habe genau 3 Emeralds. Dann habe ich ja 0. Okay, Mist. Ich muss mal neue Emeralds besorgen. So, einmal neue Emeralds und jetzt sollten wir auch 3 Vibrant Crystals bestellen können. Also, das heißt, wir haben Vibrant Crystals, schon mal das erste. Weiterhin seht ihr schon, dass wir bei jedem Rüstungsteil Apiarists drauf haben. Das liegt daran, dass das Ganze eine Forestry Integration hat. Und wenn ihr auf jedes einzelne Rüstungsteil eine Apiarist-Rüstung draufpackt, dann hat es den gleichen Effekt wie eine Apiarist-Rüstung. Aber da wir die Dark Solarium Jetplate statt der Dark Chestplate benutzen, ist es für uns relativ sinnlos, denn wir haben damit keine Apiarist-Chestplate und damit ist das ganze Ding komplett sinnlos, also brauchen wir das schon mal nicht. Weiterhin seht ihr schon, dass wir bei den Dark Boots noch Flippers draufpacken können, indem wir ein Lilypad draufschmeißen. Das werden wir auch tun, denn Flippers sorgen dafür, dass wir schneller schwimmen können. Und schneller schwimmen ist immer eine schöne Sache, denn momentan schwimmen wir mit einer Geschwindigkeit einer Wanderdüne. Wobei ich gar nicht weiß, ob eine Wanderdüne überhaupt langsam ist. Das ist nur so ein Spruch, den meine Mutter immer sagt, wenn etwas langsam ist. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob eine Wanderdüne überhaupt schnell ist, ich habe noch nie gegoogelt. Aber jedenfalls schwimmen wir halt mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit. Naja, wie schnell man halt in Minecraft schwimmt. Und mit Flippers schwimmen wir ein bisschen schneller. Und zuletzt noch der Helm, da seht ihr schon die meisten Sachen. Night Vision, Revealing, Naturalist's Eye und auch wieder Apiarist's Head und Sound Locator. Der Sound Locator mit dem Noteblock ist ziemlich cool, den werden wir also machen. Potion of Night Vision sowieso, denn dann ist es wieder so gut wie unser altes Ding. Und Revealing, was mit dem, warum ich noch ein Set of Goggles of Revealing gemacht habe. Ne? Heißt also, wir nehmen nochmal Goggles of Revealing, denn wir haben ja noch welche. Wir nehmen außerdem eine Night Vision Potion. Haben wir noch welche? Wir haben noch welche. Sehr schön. Night Vision Potion. Und was brauchen wir noch? Ist Noteblock. Genau, Noteblock. Note. Den haben wir nämlich garantiert nicht liegen. Also einmal most likely done und plus. Jetzt machen wir es mit Tigerwood. Was weiß ich, ist mir auch egal. So, das. Die Octics Crafted er noch. Das brauchen wir gerade nicht. Und auf die warten wir halt noch. Wo wir gerade dabei sind, Spectacles, die sind ja auch nicht wirklich teuer, ein Bronze und 2 Stainless, das ist aus Forestry, die Dinger, und die sind dafür da, dass ihr Blätter sehen könnt, die irgendwie verändert sind mit der Genetik, also irgendwie so eine Genetikveränderungssache ist das. Genaue perfektionistischen Sachen weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber es funktioniert jedenfalls. Und warum warten wir gerade so ewig auf den Endstone? Ist da irgendwie... Achso, der craftet irgendwie. Oh, verdammt, war das nicht schnell genug? Och, nö. Irgendwas ist da jetzt schon wieder kaputt gegangen. Okay, einmal schnell reparieren. Einmal eine Liquid Transfer Note nehmen. Oder was anderes. Aber Liquid Transfer Note haben wir gerade liegen. Gut. Und einmal so machen. Und dann ziehen wir das einmal raus. Da kommt wieder ein Obsidian rein. So und so. Und jetzt soll es wieder gehen. Na, funktionierst du jetzt? Ah, Mann! Was ist denn das für ein Rotz?
Das ist doch Rotz. Machen wir es ganz einfach, wir nehmen nicht mehr einen Hopper. So einfach ist die Logik. Ich nehme einfach keinen Hopper mehr, sondern stattdessen lieber einfach ein solches Gerät. So, und dann nehmen wir hier das rein und dann sollte es jetzt wieder jetzt sollte es hoffentlich funktionieren. Jetzt haben wir nämlich eine Transfer-Node, die ist wesentlich schneller eigentlich als ein Hopper. Und trotzdem reicht es nicht. Okay, das ist natürlich blöd. Na ganz toll, musste ich das auch nochmal eben fixen. Aber war auch nicht unbedingt das große Problem. Ich habe jetzt Iron End Gates benutzt. Die craftet ihr, indem ihr einfach noch blaues Wire dazu packt und ein Iron statt einem Redstone Chipset nehmt. Nämlich so. So craftet ihr die. Und die habe ich benutzt und habe hier dadurch jetzt blaues Wire freigeschaltet. Also ihr könnt damit dann blaues Pipewire benutzen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe das hier gesagt, weil das ja ein Endgate ist, Red Pipe Signal off und Blue Pipe Signal off. Heißt also, nur wenn diese beiden Signale beide off sind, also ausgeschaltet sind, nur dann darfst du ein Redstone-Signal ausgeben, heißt also die Clock deaktivieren in Anführungsstrichen. Wenn auch nur eins der beiden, was dann jetzt gerade schwachsinnig ist, da bräuchte ich ja nicht ein OR-Gate, fällt mir gerade auf. Denn wenn auch nur eins der beiden an ist, soll das Redstone-Signal ja schon aus oder an sein, damit das geht. Also müsste es eigentlich ein OR-Gate sein und kein End-Gate, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Egal, jedenfalls, das hier ist jedenfalls ein End-Gate, das halt Blue-Pipe-Signal ausgibt, wenn Items im Inventory sind. Und da keine Stelle ist, ist da auch nichts, was da groß passieren kann. Heißt, Items im Inventory, Blue-Pipe-Signal, dann gibt er ein blaues Pipe-Signal aus. Und da unten ist ja auch noch ein Pipe-Rush. Das heißt also, wenn da drin ein Item ist und das Teil hier, deswegen doch ein und, aber irgendwie auch doch nicht, dann funktioniert das. Also nur wenn beide an sind, ist es tatsächlich real, dass er craften kann. Das heißt also, eigentlich müsste ich Redstone Signal off machen, aber das geht irgendwie auch nicht wirklich. Ich könnte eine Doppelstelle bauen, dass ich vielleicht hier das Ganze dann auf ein Red Pipe Signal überstelle. Das könnte vielleicht gehen, aber keine Ahnung. Da muss ich nochmal drüber nachdenken gerade. Red Pipe Signal off und Blue Pipe Signal off. Redstone Signal, wenn eins dabei, wenn beide on. Ne, wenn beide off sind, dann gibt dann Redstone Signal aus. Wenn eins der beiden on ist, also eigentlich muss es ein OR sein. Denn wenn, nur wenn eins der beiden aus ist, soll schon ein Redstone Signal kommen. Also muss es ein OR-Gate und kein End-Gate sein. Und ein OR-Gate bekommt ihr einfach, indem ihr das Ganze craftet halt als OR-Gate. Ich weiß gar nicht, kann ich das einfach in ein OR-Gate umwandeln? Kann ich das irgendwie als ein OR-Gate umwandeln? Nein? Schade. Gut, dann muss ich das halt als Endgate halten und muss dann mal schnell ein OR-Gate craften. Das kriegt ihr, wie gesagt, indem ihr jetzt einfach Blue Pipe Wire oder einfach mal Pipe Wire nehmt, einmal und zweimal und Chipset, das Iron Chipset nehmt und dann das andere anklickt. Heißt also hier nicht das Endgate, sondern das OR-Gate einfach anklickt und dann bekommt ihr ein OR-Gate. Und der Unterschied ist halt, bei Endgate müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit die Ausgabe passiert. Bei OR-Gate muss eine der Bedingungen erfüllt sein, damit die Ausgabe passiert. So einfach ist der Unterschied. So, jetzt funktioniert das Ganze. Ich habe es gerade einmal getestet. Das muss nämlich ein OR-Gate sein. Das heißt also, wenn Red Pipe Signal off ist oder Blue Pipe Signal off ist, gibt es Redstone-Signal aus. Das heißt also, die Glocke ist jetzt disabled, weil er eben Blau-Signal aus ist, weil nämlich hier unten keine Items drin sind. Das heißt also, ihr seht hier, da ist gerade Items in Inventory ist false, also ist kein Item drin. Das heißt, das Blue-Pipe-Signal ist aus. Und das heißt, dass er hier oben, weil das Blue-Pipe-Signal aus ist, ein Redstone-Signal gibt. So einfach ist die Logik. Und kaum packe ich hier wieder Obsidian rein, gibt da wieder ein Redstone-Signal aus und alles funktioniert. Das heißt also, so wie es jetzt ist, sollte es einwandfrei funktionieren. Und ja, ich weiß, es gab irgendwie ein Problem mit dem Crafting. Aber gut, damit haben wir die kleine Explosion jetzt hoffentlich durch. Einmal die Uhr. Läuft die jetzt gerade weiter? Nein, habe ich vergessen, Start zu drücken. Gut, habe ich jetzt Start gedrückt. Ist ein bisschen blöd irgendwie, seit ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie sieht man nicht mehr, ob ich gerade laufen lassen kann oder nicht laufen lassen kann. Was weiß ich. Jedenfalls, Punkt ist, dass ich jetzt, glaube ich, alles vorbereitet habe und alles habe. Also gehen wir einfach mal los, nach oben, an unseren Anvil und fangen an. Heißt, das erste, was wir machen, ist erstmal unsere Rüstung ausziehen. Oh mein Gott, jetzt sind wir wieder nackig. Und als nächstes gucken wir, was kostet. Und zwar zum Beispiel Empowered kostet Vibrant Crystal plus 10 Level. Also nehmen wir uns exakt 10 Level und craften einen Vibrant Crystal drauf. Denn, wie ihr sicher wisst, ist es so, dass ja in Minecraft Level teurer werden, umso mehr ihr habt. Das heißt also, wenn ich jetzt auf einen Schlag 20 Level nehmen würde und
oder 30 und alle Level auf, und alle auf einmal machen würde, wäre das wesentlich mehr Level insgesamt, als es sind dadurch, dass ich das alles einzeln mache. Ja, ich weiß, wir haben 574 Level, aber gerade bei allem, was über 30 Level ist, lohnt es sich schon ziemlich. Also genau 10 Level und genau ein Vibrant Crystal drauf und noch einmal genau 10 Level und ein Vibrant Crystal drauf. Damit haben wir schon mal das wichtigste Ding drauf. Als nächstes können wir jetzt noch ein paar andere Sachen draufhauen. Ihr seht schon, das gibt noch Empowered 2 mit einem Basic Capacitor. Was meint ihr, warum ich den mitgenommen habe? Also wieder 10 Level und wieder ein Capacitor. Dabei wird übrigens die Energie, die da drin ist, resettet. Das heißt, ihr verliert alle eure Energie, die in dem Ding gespeichert ist. Aber da wir es sowieso unendlich haben, ist mir das gerade sowas von egal. Und ich mache das ja relativ schnell. Also sollte hoffentlich die Energie nicht zu. Na gut, okay, das ist schon ziemlich schnell wieder voll, weil wir auch ein schnelles Energiefüllsystem haben. Aber egal, ist ja nicht viel Energie. Denn beim ersten Mal hatte es irgendwie, habe ich jetzt gerade vergessen zu gucken, aber ihr habt ja gesehen, wie viel Energie es hatte. Und mit Empowered, da seht ihr es, mit Empowered hat das 100.000 RF und mit Empowered 250.000. Da seht ihr es, weil man beide sehen kann, buggigerweise. Seht ihr Power 100.000 RF und da hat es 150.000 RF insgesamt an Speicher. So. Als nächstes können wir Empowered 3 raufpacken mit einem Double Layer Capacitor und 15 Level. Denn wenn es mehr drauf geht, dann ist natürlich auch mehr Level nötig. Heißt also, Double Capacitor und jetzt haben wir 250.000 RF. Und jetzt können wir noch Empowered 4 drauf machen mit 20 Leveln und haben noch ein bisschen mehr. 20 Level und das sind jetzt 1 Million RF. Guter Unterschied, oder? 1 Million RF zu den anfänglichen 100.000. Ist schon ein schöner Unterschied. Und das mache ich jetzt mit allen. Alle mal auf Empowered 4 bringen. Und dann fällt mir gerade auf, dass ich noch ein paar Sachen vergessen habe. Also crafte die auch nochmal schnell. So, die Capacitoren sind alle drauf. Und ich habe die Sachen noch gecraftet, die ich brauche. Ich habe nämlich nochmal zwei Photovoltaic Cells gecraftet. Einmal die normale Photovoltaic Cell. 10 RF pro Tick Max Output. Mit ganz normalem Fused Quartz, Electrical Steel, bla bla. Und die Advanced Photovoltaic Cell, die bis zu 40 RF pro Tick schafft. Und die braucht Enlightened Fused Quartz oder Enlightened Fused Quartz. Aus Gründen des falschen Auto-Craftings habe ich dann auch gleich mal Fused Quartz 16 Stück unten in mein Stockkeeping-System, was ich letzte Folge gebaut habe, geschmissen. Einfach damit ich durchgehend Fused Quartz habe, dass wenn ich mal Enlightened Fused Quartz herstelle, er nicht Nether Quartz und Glowstone reinpackt und direkt Enlightened Fused Quartz bekommt und sich dann wundert, warum er kein Fused Quartz bekommen hat. Ja. Bisschen witzig. Aber Punkt ist jedenfalls, dass ich jetzt alles vorbereitet habe. Heißt also, wir können uns mal mit 10 leveln. Und ja, ich weiß, ich könnte den daneben benutzen. Einmal den Noteblock draufhauen. Dann einmal mit 10 Level Night Vision. Da können wir jetzt auch einfach einmal so machen. So. Und Night Vision. Und zuletzt die Photovoltaic Cells. Einmal 15 Level. Und das waren 16. Store 1 und zack. Und wahrscheinlich nochmal 20 Level, ne? Ne, sogar 30 für die Advanced, okay. Das ist natürlich ziemlich viel im Verhältnis. 30 und Store 1. So, genau 30 Level und Advanced Photovoltaic Cell. Aber der Vorteil ist, wenn ihr Solar drauf packt, heißt also, wenn ihr Solar 2 habt, dann seht ihr schon Generates Power from the Sun. Das heißt also, dass ich damit einfach, wenn ich gerade idle, draußen und weg bin von meiner Base weit, zum Beispiel irgendwo hier hinten, dass ich dann trotzdem langsam, aber sicher Energie regeneriere. Heißt also, ihr seht schon, meine Solarium Jetplate hier ist leer, aber wenn ich den Helm aufsetze, fühlt sie sich langsam wieder auf, weil ich eben durch Solar hier Energie bekomme. Es ist minimal, wirklich, ihr seht es ja, es bringt kaum was, gerade bei 50 Millionen RF pro Tick, bei 50 Millionen RF meine ich, das sind insgesamt 50 Millionen RF, die ich speichern kann, und das sind natürlich die, was weiß ich, wie viel RF das Ding gibt, und ja, ich weiß, da steht 40, aber das sind nicht 40, würde ich zumindest nicht sagen, dass es 40 sind pro Tick, also weiß ich nicht genau, wie viel das sind, aber ich denke mal, das lohnt sich nicht wirklich, dann man merkt es kaum, aber da es nicht viel kostet, und es, ja, dadurch einfach zu bekommen ist, habe ich gedacht, komm, mach's darauf. Wenn man länger unterwegs ist, sollte sich das dann doch schon ein bisschen lohnen. So, jedenfalls habe ich dann noch die Goggles of Revealing, das sind nochmal 10 Level. Ja, ich weiß, ich könnte den daneben nehmen. Zack und zack. Dann haben wir auch Goggles of Revealing drauf. Und dann haben wir noch die Spectacles, die sind nicht so wichtig, aber ich mache auch die mal einfach drauf. Just Cause 2. So, ja, jetzt brauchen wir noch die Apiarist-Sachen, aber die sind nicht so wichtig. Und damit haben wir unseren Darkhelm fertig. Wenn wir den jetzt aufsetzen, ich habe gerade auf die Zahl geachtet, dann sehen wir bereits, dass, wenn wir jetzt hier hinten hinfliegen,
wer die Aura-Note sehen könnte, hier ist. Denn wir haben ja Revealing drauf. Wenn wir den wieder wegnehmen, können wir den nicht mehr sehen. Ziehen wir ihn wieder an, können wir ihn wieder sehen. So wunderschön das ist. So, oder, ja, so wunderschön das ist. Ist das grammatikalisch irgendwie sinnvoll? Nein, egal. Auf jeden Fall, als nächstes die Leggings. Und da ist etwas, was ich auf jeden Fall mal dringend brauche. Ein vernünftiger Speed-Effekt. Denn momentan sind wir dank Speed aus dem Amulett einigermaßen schnell. Und dank des Jetpacks sind wir fliegen unglaublich schnell. Aber es ist mir noch nicht schnell genug. Also, einmal. Und das Ganze geht noch ein paar Mal. Also 15 Level. Und in dem Fall übrigens paar groß geschrieben. Potion of Swift ist 20 Level, nicht 30. Und Ding. Und wir haben ein Speed-Effekt. Damit kriegen wir ein bisschen HUD-Änderung. Ihr seht es. Da seht ihr es, ein ganz kleines bisschen HUD-Änderung. Das heißt, die muss ich ausgleichen, diese HUD-Änderung, weil das ja so ein bisschen verändert das HUD an ist. Und das mag ich nicht. Also mache ich so ein bisschen so 5 Field of View nochmal wieder runter. Das sollte dann passen. Ungefähr. Ich weiß nicht, ob das jetzt 5 oder 10 sind, aber so genau nehme ich das auch nicht. Ich bemerke den Unterschied nicht sehr. Es ist so ein bisschen dann vielleicht länger, aber was weiß ich. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Ich mag nur die Normal Field of View. Ich weiß, wenn man Quake Pro hat, kann man insgesamt mehr sehen und das ist für PvP eigentlich besser. Aber wenn ich Quake Pro oder so einstelle, dann das sieht irgendwie komisch aus. Ich mag Quake Pro einfach von der Idee nicht. Das sieht irgendwie einfach, nee, ich mag es nicht. Vor allem stehe ich direkt vor einer Maschine so, und das sieht aus, als wäre ich total weit weg noch. Und das irritiert mich sehr stark. Klar, wenn man sich daran gewöhnt, irgendwann ist es eine andere Sache, aber so wie ich gewohnt bin, spiele ich auf normal und dann sieht es auch normal aus. Und damit habe ich vielleicht nicht so ein hohes Field of View, aber egal. Als nächstes dann noch die Dark Boots. Da machen wir mal mit 10 Leveln Jump drauf. Flippers meine ich. Dann haben wir schon mal Flippers. Und wir machen noch Jump drauf. Das sind nochmal 10 Level. Für den ersten Pisten. Und dann seht ihr schon, dass das natürlich ein zweites Mal geht. Heißt also, wir nehmen das noch ein zweites Mal. Und dann mit 20 Leveln noch ein drittes Mal. Und damit haben wir unsere komplette Darksteel-Rüstung. Und das Einzige, was noch fehlt, wäre die Apiarist-Rüstung. Und damit können wir jetzt auch ziemlich tief so fallen. Oder eben dreifach springen. 1, 2, 3. Weil wir nämlich Jump 3 da drauf haben. Mit jedem Jump kriegt ihr einen Double Jump. Heißt so Jump 1, Jump 2, Jump 3. Und das ist natürlich super, denn so können wir sehr tief fallen und trotzdem einfach mal einen Double Jump machen. Und dank Flippers können wir jetzt ein gutes Stückchen schneller schwimmen. Es ist nicht sehr merkbar, aber es ist schon merkbar, oder? Ich finde, man merkt es schon, wenn wir so schwimmen. Das ist ein bisschen nervig, dass der Dreifachsprung auch im Wasser funktioniert. Wenn ich dann auf den Boden komme dabei, das ist dann wieder witzig. So, jetzt funktioniert. Jetzt können wir normal schwimmen. Ein bisschen buggy. Aber egal, wir haben unsere Flippers. Die erlauben uns ein bisschen schneller zu schwimmen. Und wir haben einen Dreifachsprung. Jetzt kommen wir also ein bisschen besser klar, ohne dass wir immer das Jetpack anmachen müssen. Und ein bisschen schneller sind wir auch noch. Und außerdem, noch ein Vorteil, haben wir jetzt Apple Step Assist. Ihr seht es schon. Wir können einen Block einfach so hochgehen. Das ist, glaube ich, schon bei Jump 1 drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da seht ihr es. Increase Step and Jump Height allows triple jumps. Ich denke mal, dass Jump 1 schon ausreicht, um einem das hier zu geben. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt. Aber auf jeden Fall kriegt ihr mit Jump auch einen wunderschönen Apple Step Assist. Und ich liebe ja Apple Step Assist. Apple Step Assist, weil das damals in der Power Suit so hieß. Deswegen sage ich immer Apple Step Assist. Aber ist jetzt ja auch. Man kriegt halt einen Block mehr. Apple Step Assist heißt es für mich. Das wird immer so bleiben. Und naja, Direwolf nennt es auch so. Und ja, jetzt können wir einfach einen Block hochlaufen. Und das ist natürlich super in Räumen wie dem hier, wo wir einfach jetzt hochlaufen können oder was für Probleme haben, weil wir Apple Step Assist haben. Klar, es gibt dafür auch Hacks, aber wer will schon Hacks in Minecraft, ne? Ja, Hacks gibt es davon nämlich auch. Und da mit Hacks habe ich das schon mal, ich muss ja zugeben, ich habe ja früher auch mal so ein bisschen ausprobiert, was Hacks so können. So im Vergleich so ungefähr. Und in meinem Singleplayer natürlich, denn auf Servern benutzt man sowas ja nicht, habe ich mal ausprobiert, so einen Turm gebaut. Irgendwie bis, ja, sehr, sehr hoch. Und habe dann Step eingeschaltet per, ich glaube, Nodos habe ich damals benutzt. Und habe dann Step hochgeschaltet und dann, schwupps, war ich 200 Blöcke weiter oben. Schwupps, war ich 200 Blöcke weiter oben. Ich meine, mit Apple Step Assist ist immer nur ein Block. Und wenn wir zwei Blöcke hoch kommen, wir nicht, ohne dass wir springen. Aber mit Step Assist bei Nodos könnt ihr irgendwie was bei 200 Blöcken oder so mit einem einzigen dagegen. Dann, das ist wirklich so, ihr lauft, puff, und auf einmal seid ihr 200 Blöcke weiter oben.
Das ist so richtig geil eigentlich. Zumindest im Singleplayer. Im Multiplayer darf man das natürlich nicht benutzen. Das muss ich ja jetzt hier als Let's Player ganz klar sagen. Ihr dürft das nicht im Multiplayer benutzen. Das ist illegal, das zu benutzen. Gerade in PvP-Projekten. Warum konnte ich das jetzt gerade. Konnte ich jetzt gerade. Nee, okay. Das ist also, weil ich. Nee, hä? Kann ich jetzt auch einfach Shift drücken? Ach so, Shift funktioniert auch zum Teleportieren. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, man muss immer springen. Ich dachte, man muss immer springen. Ich dachte, man kann nicht nur Shift drücken. Aber cool, das geht dann anscheinend auch. Cool. Das ist ja schon irgendwie cool. Ich liebe Travel Anchor, das ist einfach genial. Und dann natürlich das Death of Traveling sowieso. Schwupps. Was ich auch noch vergessen habe, übrigens zu sagen, zur Dark Armor, sonst hätte ich das muss ich nochmal schnell erwähnen, vielleicht bevor ich mit den Tools groß anfange, ist nämlich die Dark Armor, hat immer noch eine normale Durability-Leiste. Und ihr seht es, die hat eine zweite grüne Leiste und das ist die normale Durability, die auch jede Rüstung hat. Der Unterschied ist, umso besser euer Empowered-Level ist, umso mehr Damage wird absorbiert durch die Energie. Ihr seht dort, bei Empowered 4 steht da drunter 95% Damage absorbed by Power. Das heißt also, 95% der Damage, die die Rüstung absorbiert, werden von der Energie der Rüstung absorbiert und nicht von der Durability. Aber sie geht immer noch langsam runter. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum ihr Empowered haben solltet. Nicht unbedingt, weil es einige Sachen gibt, die Energie brauchen oder geben in der Rüstung, sondern vor allem, weil ihr durch Empowered Durability der Rüstung spart. Und umso besser das Level von Empowered, umso besser die Durability-Einsparung. Normal bei Empowered 1 ist es, glaube ich, 10% oder sowas, also fast gar nichts. Mit Empowered 4 sind es halt 95% Energie und das ist schon, oder in Energie und das ist schon ziemlich gut. Heißt also, macht euch am besten immer Empowered 4 drauf, denn dann habt ihr die höchste Menge an Energie, die absorbiert wird, statt Durability. Und ja, das ist halt toll. Was mir auch gerade noch auffällt, ist, dass das Ding Diamond Level Protection hat, wenn powered. Das heißt also, sobald ihr keine Energie mehr da drin habt, ist es wieder Eisenrüstung. Aber solange ihr Energie drin habt, ist das Ding eine Diamond-Rüstung. Ein Grund mehr wiederum, Empowered möglichst hoch zu haben, denn dann habt ihr auch mehr Energie und habt wegen der Diamant Protection auch nochmal mehr Damage absorbt durch die Energie. Und was die Schuhe außerdem können, ist, dass sie Fall Damage komplett negieren, wenn sie Energie haben. Heißt, wenn ihr jetzt nach oben fliegt und runterfällt, bekommt ihr keine Fall Damage, solange da Energie in den Schuhen ist. Aber gut, ja, damit haben wir jetzt also eine geile Rüstung. Und jetzt können wir in den letzten 6 Minuten uns nochmal neue Tools machen, denn ihr habt ja schon gesehen, wie ich meine Tools baue. Ich zeige euch halt nur nochmal, wie wir sie ändern. Das heißt also eigentlich, dass ihr jetzt einfach nur das hier sehen müsst und geil. Heißt also, wir gehen mal an unsere Tinkers Construct-Werkbänke und machen uns dann nochmal schnell das Übersort 2.0. Dafür brauchen wir zunächst einmal die Smeltery, fällt mir gerade mal wieder auf. Und müssen einmal so machen. Du bist sowieso aus. Ach, da ist immer noch Resonant Enderton. Alter, braucht das ewig. Egal, ich schmeiß schon mal ein bisschen Enderium da rein und ein bisschen Thormium gleich noch. Enderium, ach nee, Thormium kann ich da ja gar nicht reinschmeißen, aber Enderium muss da noch mal rein. Resonant Ender, ja, ist gut. Ich mach mal gerade. Ich brauche noch mal einen Hebel für das Ding. Und dann mache ich das mal schnell. Auch noch mal aus, Hebel. Und du geh bitte auch erstmal ganz aus. Das ist nämlich noch ein Hebel, den ich nochmal manuell machen sollte. So, dann spielst du das Enderium schon mal. Währenddessen bereite ich schon mal den anderen Kram vor, nämlich. Bereite ich schon mal vor, dass ich in den Part Builder gehe und schon mal mir eine Tool Rod mache aus einmal Thormium für das, einmal Thormium für das und einmal Thormium für das. Und dann brauche ich jetzt noch neues Thormium für die neue Tough Rod. Und Thormium habe ich noch gar nicht in diesem Modpack hergestellt. Das heißt, es wird Zeit, das mal zu tun. Normalerweise ist das hier Eisen. In dem Modpack ist natürlich Mana Steel, weil wir hier natürlich mit Expertenmodus spielen. Also brauchen wir mal schnell Mana Steel. 3 Stück, wesentlich mehr. Ich mache gleich mal ein paar Blöcke. Iron. Ich muss nämlich noch mal was anderes noch dazu machen. Also mache ich gleich mal. Komm, 4 Blöcke. Wen interessiert jetzt? 4 Blöcke. Mana Steel. Und einmal runter. Und einmal da reinwerfen. Ihr könnt mich auch ganze Blöcke auf einmal machen. Kostet natürlich entsprechend Mana, aber egal. So. Home. Mana Steel umwandeln. Und dann brauchen wir jetzt, um Thormium herzustellen, noch 4 Magie-Aspekt, Precantatio. Und wenn wir uns mal angucken, wie man den bekommt, ist das ziemlich schwierig. Das ist nämlich einer der Aspekte, die ziemlich schwierig für ein Crucible zu bekommen sind. Ja, ihr seht, vor allem ist es schwierig, was zu finden, was nur
Pagantatio hat und nicht viel anderes. Aber ich habe schon ein paar schöne Sachen gefunden. Das Beste davon eigentlich Netherward. Denn Netherward hat nicht viel anderen Kram. Heißt so, wir machen mal, ich glaube, komm, wir machen mal so einen schönen Stack. Netherward holen wir uns mal. Und dann sollten wir noch Netherward anklicken, dann bekommen wir auch Netherward. So, geht mal her. Denn Netherward hat schöne Aspekte. Netherward hat nämlich nur ein Herber und ein Infernes, heißt das, glaube ich. Und, und halt noch ein Pregantatio Pro. Das heißt, wir brauchen 4 Netherward pro Mana-Stil. Wenn wir also 32 haben, brauchen wir schon mal mehr. Wir brauchen, wir können also mit dem 64 Netherwards gerade mal 16 Mana-Stil-Inkels umwandeln. Aber es ist immer noch eine der effektivsten Möglichkeiten und vor allem billigsten. Es ist effektiv, wenn es billig ist und halt wenig Waste sozusagen hat, wenig Müll. Das ist für mich effektiv, wenn es sowohl preismäßig gut ist, als auch leistungsmäßig in Anführungsstrichen. Denn Netherwards sind nicht schwer zu bekommen und haben trotzdem nicht viel andere Aspekte. Aua. Es gibt effektivere Sachen, aber naja. Wir wollen einmal ein bisschen was machen und das Problem ist, dass das sehr, sehr, sehr teuer ist, in Anführungsstrichen, was Aspekte angeht, denn man kann nicht zu viel reinschmeißen, also müssen wir immer einzeln das reinschmeißen. Ich glaube, damit muss ich schon mal wieder ausleeren. Ich glaube, ich werde das auch einfach mal so ausleeren. Ich glaube, ich interessiere mich jetzt nicht dafür, dass es groß Müll jetzt hier gibt. Ja, wunderschön, ich weiß. Aua! Ja, das macht ihr dann hoffentlich nicht. Das ist das Problem an Apple Step, ist jetzt, wenn man sowas macht. 16 rein, 4 rein. 16 rein, 4 rein und wieder ausleeren. Und jetzt sieht das natürlich wunderschön da oben aus, aber egal. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Thormium. Bisschen was davon brauchen wir aber erst nächste Folge. Wichtig ist, dass wir es erstmal haben und dass ich euch gezeigt habe, wie man es herstellt in größeren Massen, dass wir dabei was beachten müssen. Dann, Greatwood Wand kann weg. Hier toll, jetzt bin ich reingegangen. Habe ich Flaxflu? Anscheinend nicht. Cool. Wenigstens habe ich nicht Flaxflu bekommen. Wenn ihr nämlich in dieses Zeug reingeht, könnt ihr nicht nur Nausea bekommen, sondern auch Flaxflu. Und wenn ihr Flaxflu bekommt, dann braucht ihr wesentlich mehr Vieh für eure Operation. Also als hättet ihr einen schlechteren Wand, obwohl ihr einen guten habt. So. Währenddessen sollte jetzt hoffentlich das Enderium geschmolzen sein. Ja. Heißt, wir machen das mal nach unten und schmeißen mal... Wo sind überhaupt meine Casts dafür? Da. Schmeißen mal den Cast rein, den Cast rein... den Cast rein und den Cast rein. Erstmal wieder alle schönen Casts. Achso, und noch einen habe ich vergessen. Den Pickaxe-Cast. So, machen wir einmal so und so. Machen einmal Large Plate und einmal Hammerhead. Und zack und zack. Und bekommen die. Und ich stelle nochmal alles her, was ich brauche. So, Enderium habe ich schon mal hergestellt. Und jetzt brauchen wir nochmal eine Tough Rod aus Thormium. Und wir brauchen außerdem noch ein Binding aus Paper und ein Full Guard aus Paper. Super, damit haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch die neuen Tools herstellen. Und dabei werden wir etwas enorm Geiles sehen. Enderium hat eigentlich das Beste, was es gibt. Und jetzt sehe ich gerade, dass das auf einmal nur noch ein Hard hat. Wehe, die haben das genervt. Das wäre extrem böse von euch, ihr kleinen Pisser. Auch das glaube ich jetzt nicht. Jetzt wollte ich schöne neue Tools machen und bemerke jetzt endlich, dass das gar nicht geht. Yay! Denn Enderium ist genervt worden. Yay! Schön. Vorher war Enderium also mit Abstand das übermäßig geilste Übermaterial, was es gab. Das hatte so viel Durability und was weiß nicht alles. Und jetzt ist es total genervt worden. Pickaxe-Head. Was ist denn jetzt das beste Material eigentlich? Wenn jetzt nicht mehr Enderium das beste Material ist, was ist denn das beste Material? Enderium war nämlich vorher, wie gesagt, wirklich mit Abstand das Beste, was man kriegen konnte. Das war so OP, das glaubt man gar nicht, wie OP das war. Und jetzt ist anscheinend immer noch mein altes Equip das Beste. Ganz toll. Und ich hatte gehofft, dass man vielleicht was Besseres findet. Sie haben es genervt. Ich hasse euch. Ich hasse euch Kreaturen, die dieses Pack erstellt haben. Mein schönes Enderium. Die kann man aber wenigstens wieder alle einschmelzen. Also kann ich den ganzen Kram einfach wieder wegschmeißen. Das Thormium habe ich natürlich jetzt total verschwendet damit. Aber gut, daran kann ich wohl leider nichts ändern, denn es ist nun einmal, wie es ist. RSGE ist manchmal halt auch dämlich und guckt nicht vorher nach, wie gut die Sachen sind. Ah, Mann. Nee, aber echt, in Infinity, im alten Infinity, also in dem Infinity, was ich vorher gespielt habe, so im Server Infinity damals, da war das noch so, dass Enderium einfach
so OP war. Es war unglaublich. Das Schwert hat, jetzt einfach auch nochmal, um das jetzt nochmal zu rechtfertigen, dass ich das gemacht habe. Ihr wisst ja, Manielin macht schon gut Schaden. Aber Manielin macht als Schwert gerade mal 2 Hearts Damage. Endurium hat, glaube ich, 8 Hearts gemacht. 8, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn nicht sogar mehr. Aber jedenfalls sehr, 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 sehr viel. Das Einzige, was ich jetzt gerade nochmal überlege, ist, dass es doch noch was Besseres gibt als Manielin. Im Moment habe ich, glaube ich, Manielin als Blade, ja. Und es gibt noch was Besseres als Manielin. Es gibt nämlich noch Shiny. Und das sollte immer noch besser sein als Manielin. Da, das ist nämlich 2,5 Hearts. Okay, Shiny hat 2,5 und Konstantan hat auch 2,5. Konstantan hat also 650 Durability, während Shiny gleich mal 1050 hat. Also werden wir Shiny nehmen. Eine andere sehr gute Sache ist ein Tearjerker, aber ich habe keine Ahnung, wie man Tearjerker bekommt. Und natürlich Draconium und Awakened Draconium, aber warum sollte man Draconium nehmen? Das haben wir noch gar nicht. Aber Tearjerker, ich weiß gar nicht, was das denn ist. Tearjerker? Wie kriegt man einen Tearjerker dann? Ich habe nämlich keine Ahnung, was das überhaupt ist. Es gibt Fiery Tears, es gibt Brewer Follow Tears, aber es gibt keinen. Ist das da denn Hollow Tears? Ist das dann was, womit man das dann macht? Keine Ahnung, es steht auch kein Rezept dabei. Also an den eigentlichen Tools, es steht nur dran, was die können. Was auch immer. Jedenfalls nehmen wir dann halt nur das Schwert neu und die anderen Sachen lassen wir so, denn wir könnten zwar jetzt alles auf Shiny aufwerten, denn Shiny ist halt auch von der Durability her besser und vom Mining Speed genauso, wenn wir nach Pickaxe. Head suchen, Pickaxe, Head. Sehen wir, dass Kobalt 14 Mining Speed hat und Shiny auch 14 Mining Speed. Das einzig bessere ist Ferrous, Electrum, was 17 hat, aber das kann nur Iron abbauen, also ist es für uns sinnlos. Heißt also, das lohnt sich alles nicht. Wir lassen es bei Super Pick 1.0 und Ultimate Hammer 1.0 und Hypermatok 1.0 und werten nur unser Übersword endlich mal auf die nächste Stufe auf. Der Manhill Cutlass hier. Ist ja auch nur so, also dass ich dann mal Manuel den Cutlass, der kann mal dann ganz oben rein und das andere Übersort da rein. Und dann machen wir jetzt nämlich mal uns ein wunderschönes neues Übersort mit Manuelin. Manuelin sei schon mit Shiny. Und wir haben inzwischen auch eine gute Menge an Shiny. Heißt so, dann nehmen wir einfach mal Shiny, schmeißen das rein, machen daraus eine Blade und machen uns damit schnell ein Schwert und dann sind wir auch durch. So, machen wir es also einfach nochmal schnell. Ein Shiny Sword Blade, Paper Fulker, Thormium Tool Rod. Über Sword 2.0. Ding. Und das hat jetzt halt 9 Hearts Damage oder 4,5. Das heißt so 9 Attack Damage und 4,5 Damage. So, wenn wir das genug aufwerten, hat das mehr als das. Das ist der Sinn. Und ja, Swordblade Cast kann weg. Eigentlich kann alles weg, was wir sonst noch so haben. Auch die Thermion Two Rods brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die werden wir niemals irgendwo für brauchen. Aber ich behalte sie trotzdem mal vorsichtshalber. Ich bin ja ein Messi. Ich behalte, in Minecraft zumindest, bin ich ein übelster Messi und behalte einfach immer alles. Denn man weiß nie, wofür man den Kram noch gebrauchen kann. Auch wenn man ihn nie gebrauchen kann. So, also schmeißen wir das mal hier rein, lassen das da einfach drin liegen und freuen uns des Lebens. Holen uns nochmal ein bisschen Moos und werten das Ding hier mal voll auf. Und jetzt macht ihr es Übersort unglaubliche 0,5 Herzen mehr Schaden als das alte. Unglaublich, oder? Das ist einfach so gut, kann man das gar nicht haben. Aber ein weiterer Vorteil von Shiny im Vergleich zu Manjelen ist, dass Shiny genauso oder fast genauso viel Durability hat. Manielin hat 1200, Shiny hat 1050, aber Shiny hat dafür noch einen weiteren Vorteil, das hat nämlich Reinforced 2. Reinforced 2 heißt 20%, dass gar keine Durability abgezogen wird, also ist die effektive Durability 1573, was sogar mehr ist als die Durability meines Übersort 1.0. Also ziemlich gut dabei. So, warum auch immer er mir jetzt trotzdem das andere einordnet, aber das 2.0 macht auch mehr Schaden, 9,5. Wenn auch näher irgendwie ein mehr, aber ist ja auch egal. Darum geht es ja gar nicht. So, jetzt also mein altes Übersword mal wegpacken und damit sind wir dann auch durch für diese Folge. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir geile Endurium Tools machen können, aber die Entwickler dieses Packs machen uns einen Strich durch die Rechnung, also freuen wir uns des Lebens und ja, machen nochmal den Rest hier. Toll, 3600 Buckets. Die Buckets haben wir jetzt noch. Ach, drauf geschissen. Komm, hier, ich habe keine Lust. Gib her, danke. So, und gut ist. Und dann haben wir jetzt hier noch, machen wir mal 32 da rein oder halt 31, weil es schon
ist und dann passt das schon. Gut, aber wie gesagt, das war's für diese Folge. Sie ist sowieso schon viel, 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 viel zu lang. Und ansonsten würde ich sagen, wenn sie euch gefallen hat, dann benutzt den Stuff jetzt on screen. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Wir haben eine geile neue Rüstung. Wir haben ein super viel besseres neues Schwert. Und ja, damit dann tschüss und bis zur nächsten Folge.